So, eine neue Folge Geheimakte Tunguska, Folge 21. Und ich habe ein Déjà-vu. Ich muss nämlich die Folge nochmal aufnehmen, weil es mir gestern irgendwie die Festplatte zerschossen hat, beziehungsweise die Datei. Und die war einfach nicht mehr zu retten. Aber jetzt haben wir es umso einfacher, denn wir wissen jetzt viel besser, was wir machen müssen. Bin noch gestern ziemlich viel rumgeirrt. Und uns fehlt ein Behältnis, um die Medizin herzustellen. Und die bekommen wir von dem Evenke, vom Väterchen, wenn wir ihm das Pergament zeigen. Väterchen, wach auf. Ist das hier das Rezept für deine Medizin? Scheint tatsächlich das Rezept zu sein. Der Alte will wohl, dass ich es in der Phiole zubereite. Ich sollte mich mit der Herstellung der Medizin beeilen. Lange hält er nicht mehr durch. Ja, kriegen wir hin. So, die Fiole da drunter unter den Nussknacker. Können wir jetzt die Blumenzwiebeln So, ausquetschen. das müsste die richtige Dosis sein. Gesetzt den Fall, dass mit dem Wurz der Tränen diese Zwiebel gemeint war. Kommt dann noch ein bisschen Ketchup in die Fiole. Ah, die muss ich erstmal aufheben. Ketchup besteht aus Tomaten. Tomaten sind Nachtschattengewächse. Könnte also durchaus hinkommen mit dem Blut der Nacht. Ich probier's mal. Dann den Tropfen des Rausches. Ein paar Tropfen des Rausches. Und jetzt fehlt noch Wasser. Fünf Teile vom Quell des Lebens habe ich. Perfekt. Das Ganze machen wir jetzt ein bisschen warm. Hoffentlich fliegt mir das Gebräu nicht um die Ohren. Ich habe zwar keine Ahnung, wann das Zeug wirklich fertig ist, aber bevor es mir verdunstet. Verdunsten, das ist es. Einzunehmen kurz bevor es sich mit dem Wind vereinigt. Dann müsste die Medizin ja jetzt fertig sein. Dann nehmen wir die mal wieder an uns. Väterchen, lecker, lecker. Trink, Väterchen. Das wird dir hoffentlich helfen. Danke. Gern geschehen. Was ist passiert? Eine kleine Meinungsverschiedenheit mit den Wachen. Wachen? Von der Forschungsstation? Ja, ich habe nicht so wichtig. Nicht so wichtig? Du wärst fast gestorben. Aber ich lebe. Und du bist nicht nur hier, um mir zu helfen, oder? Du hast Fragen. Ja. Woher weißt du? Deine Augen verraten dich. Die Augen verraten jeden. Und deine Augen, ich kenne deine Augen. Vor langer Zeit waren sie schon einmal hier. Ich? Nein, mit Sicherheit nicht. Doch, aber sie hatten nicht den Körper einer jungen Frau. Du bist die Tochter von, wie hieß er doch gleich? Wladimir Kalenko? Du kennst meinen Vater? Ja, Wladimir war sein Name. Er kam damals zu mir, so wie du heute, mit den gleichen Augen. Ich brauche deine Hilfe. Wenn du meinen Vater kanntest, dann kannst du mir auch sagen, was damals hier passiert ist. Ich bin nur ein Hirte. Ich war immer Hirte. Und ich werde es bis zu meinem Ende bleiben. Aber. Ich weiß, wo mein Platz im Leben ist. Und du solltest es auch wissen. Höre auf die Worte eines einfachen Mannes. Mein Sohn hat nicht auf mich gehört. Was meinst du? Du willst wissen, was hier vor fast 50 Jahren passiert ist und was heute hier passiert. Mein Sohn war auch neugierig. Er wollte nicht auf mich hören. Er fand ein seltsames Metallstück im Wald und er stellte Fragen, die falschen Fragen an die falschen Leute. Ich habe ihn nie wiedergesehen. Es gibt Dinge, für die sind wir nicht bestimmt. Wenn wir das nicht verstehen. Väterchen, deine Worte mögen weise sein, aber mein Vater ist in Gefahr. Ich weiß nicht genau wieso, aber ich brauche deine Hilfe.
Ich weiß, deine Augen verraten es. Du bist wirklich genau wie dein Vater. Auch ihn hatte ich gewarnt. Auch er wollte nicht auf mich hören. Er hat das verfluchte Reich der Akti betreten. Jener Donnervögel, die seit dem Jahr der großen Katastrophe jedes Wesen mit endlosem Siechtum strafen. Dein Vater hat meiner Warnung keine Beachtung geschenkt und sein Begleiter musste teuer dafür bezahlen. Ich weiß, dass ich dich nicht aufhalten kann. Und du sollst erfahren, wo dein Vater damals sein Lager aufgeschlagen hat. Folge dem nördlichen Pfad bis in die Sümpfe. Dann wirst du finden, wonach du suchst. Aber denk immer an meine Worte. Sei vorsichtig bei allem, was du tust. Hier passieren Dinge, die sich keiner vorzustellen vermag. Der Evenke hatte recht. Die Stimmung hier ist wirklich seltsam. So unwirklich. Auch wenn vielleicht eine gute Portion Aberglaube mit im Spiel sein mag, ich fühle mich hier nicht wohl. Und dann diese Geschichte mit den Donnervögeln und dem endlosen Siechtum. Reiß dich zusammen, Nina. Du bist einfach nur übermüdet. Es gibt keine Donnervögel und jedes noch so mysteriöse Phänomen lässt sich ganz rational erklären. Hoffentlich. Genau, hoffentlich. Das müsste der Ort sein, von dem der Alte gesprochen hat. Von hier aus hat mein Vater also seine Expeditionen gestartet. Vielleicht finde ich hier ja eine Erklärung, wie die Ereignisse der Vergangenheit mit der Entführung meines Vaters zusammenhängen. Gut. Dann schauen wir uns mal um. Hier haben wir einen Lappen. Eine Scherbe. Hier war noch was. Im Kamin, meine ich. Die Alufolie. Erstmal wieder zurück. Der Lappen ist durchtränkt. Genau, mit dem Lappen können wir dann jetzt die Fensterscheibe sauber machen, aber von außen. Als brave Hausfrau kenne ich natürlich meine Pflichten. Fertig. Soll ich jetzt vielleicht noch Essen kochen? Wäre nett. So. Warum wir das Fenster sauber gemacht haben, das seht ihr dann später. So. Offensichtlich ist kein Treibstoff mehr drin. Wäre ja auch zu schön gewesen. Okay, da kommen wir später zu. Jetzt brauchen wir erstmal die Petroleumlampe. Und den Schlauch nehmen wir mit. Mehr dürfte hier nicht gewesen sein. Die Spule brauchen wir später erst. Gucken wir uns die Felge an. Die haben wirklich alles mitgenommen, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Nur zwei kleine Muttern sind noch übrig. Und die werden jetzt von mir geklaut. Sehr schön. So, den Schlauch an den Tank. Ist er jetzt dran gemacht? Nee. So, jetzt aber. So, dann die Flasche damit auffüllen. Da ist ja noch einiges an Wodka drin. Wenn ich den einen Sprit haben will, muss ich wohl oder übel den anderen Sprit loswerden. Na zdorovje. Ups. Ich bin wohl etwas außer Übung. Ja, ein wenig. Gut. Das muss die Forschungsstation sein, zu der die Transip eigentlich fahren sollte. Ob sie jemals dort angekommen ist? Die Anlage ist auf jeden Fall ziemlich beeindruckend. Sogar mit eigenem Rollfeld. Bestimmt ist sie auch ähnlich eindrucksvoll gesichert. Da reinzukommen kann ich wohl vergessen. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ich da überhaupt rein will. Nach all dem, was ich über die Anlage und den Ort, auf dem sie errichtet wurde, gehört und gelesen habe. Trotzdem,
Die Station strahlt eine gewisse Faszination aus. Keine positive Faszination, aber je länger ich mir die Anlage ansehe, desto mehr bekomme ich eine Gänsehaut. Ich sollte mich wieder auf den Weg zurück machen. Es bleibt noch eine Menge zu tun und ich weiß immer noch nicht, welches Geheimnis aus der Vergangenheit meines Vaters sich hier verbirgt. Ja, aber die Aussicht ist schön, ne? Kann man nicht anders sagen. So, aber das interessiert uns jetzt eigentlich weniger. So, die Muttern haben wir an die Spule. Ich habe die Mutter in die Nähe der Spule gehalten. Sie ist aber weder magnetisch geworden, noch kann man mit ihr Strom erzeugen. Glaube ich zumindest. Hä? Ich habe die Mutter in die Nähe der Spule gehalten. Sie ist aber weder magnetisch geworden, noch kann man mit ihr Strom erzeugen. Ach, ja, klar. Müssen wir erstmal anmachen, die Kiste. Das nenne ich noch echte Wertarbeit. Nach über 50 Jahren funktioniert er immer noch wie am ersten Tag. Wunderbar. Jetzt aber. Ich halte mal beide Muttern in die Nähe der Spule. Aber besser nicht zu dicht dran, sonst bin ich Toast. Sie sind anscheinend dadurch magnetisch geworden. Brauchen wir auch gleich. Jetzt gehen wir hier rein. An den Kamin. Ich werde die Lampe mal anzünden. So. Hätte mir nie träumen lassen, dass ich mal einen Kamin von innen sauber mache. Genau, und das müssen wir uns jetzt merken. 7,5, 3, 10,5, 6. Okay. Da ist jetzt bei dem Kompass, ist das wichtig. Ja, den Tipp, den brauche ich jetzt nicht mehr. Okay, 7,5 wäre da. Da eine Mutter, da eine Mutter. Einmal Knöpfchen drücken. Seltsam. Offenbar bewegt sich die Kompassnadel erst, wenn ich den Knopf drücke. Ich scheine einen Mechanismus ausgelöst zu haben, aber noch ist nichts passiert. So, die nächste Ziffer war die 3. Dann müssen wir dahin. Also es ist wie eine Uhr ist das zu lesen jetzt in dem Fall. Mal den Knopf drücken. Zeiger. Wandert der Zeiger dahin? Dann 10,5. Wäre hier links oben. Hat wieder Klack gemacht. Und jetzt die 6. Ein Geheimfach. Ta-ta-ta-ta. Da liegen ein paar alte Dokumente und eine Filmrolle drin. Ich werde mir die Unterlagen gleich mal anschauen. Vielleicht sind die ja noch von meinem Vater. Ja, tatsächlich. Er beschreibt, dass die Expedition von 1958 anscheinend keine Erklärung liefern konnte, warum sich das Pflanzenwachstum hier seit der Katastrophe von 1908 so stark verändert hat. Auch der von Regierungsseite erhoffte Fund eines Meteoriten als Ursache für die verheerende Explosion blieb aus. Daher konnten weder mein Vater als Expeditionsleiter noch der Biologe Ken Morangi zu einem eindeutigen Schluss kommen, was von offizieller Seite anscheinend gar nicht gern gesehen wurde. Oh, und von Oleg ist hier auch kurz die Rede, aber anscheinend war er nicht sonderlich wichtig. Das sollte ich ihm besser nicht erzählen. Jahre später untersuchte mein Vater als Geologe an der Akademie der Wissenschaften in Moskau ein seltsames Metallstück, das in der Tunguska-Region gefunden wurde. Er konnte dabei dessen nicht-irdische Herkunft nachweisen, was der Meteoritentheorie neuen Aufschwung gab. Allerdings entdeckten er und sein Kollege Manuel Perez bei weiterführenden Analysen Spuren, die auf eine Bearbeitung des Materials hinwiesen. Als sie ihre Entdeckungen in der Kalenko-Expertise veröffentlichen wollten, wurde diese völlig überraschend zurückgewiesen und man untersagte ihnen jegliche weitere Untersuchung des Gesteins. Als mein Vater trotzdem weitere Nachforschungen über die Vorkommnisse in der Tunguska-Region anstellte, warf man ihn daraufhin sogar aus der Akademie der Wissenschaften. Die letzten Eintragungen sind dann von 1977. Offenbar haben er und Manuel Perez sich auf eigene Faust in die Tunguska-Region begeben. Sie hofften, hier weitere Bruchstücke des seltsamen Materials zu finden, um ihre Untersuchungen weiterführen zu können. Mit welchem Ziel und was daraus geworden ist, steht hier aber nicht. Außerdem würde mich brennend interessieren, was mit diesem Bruchstück los ist. Einerseits wohl nicht irdischen Ursprungs, andererseits wurde es bearbeitet.
Das würde bedeuten, der alte Iwenke hat doch auch was davon erzählt, dass sein Sohn irgendein Metallstück im Wald gefunden hatte und dann plötzlich verschwand. Würde ja dazu passen, dass mein Vater aufgrund seiner Analyse sogar von der Akademie der Wissenschaften verwiesen wurde. Hoffentlich finde ich auf der Filmrolle noch ein paar Antworten. Dann schauen wir uns die Filmrolle auch mal an. Die kommt in den Projektor, logischerweise. Und dann brauchen wir die Alufolie mit der Glasscherbe. Ich habe die Folie mal um die Glasscherbe gewickelt. Die kommt an den Projektor wohl da, die... Na, geht das nicht? Wahrscheinlich gleich erst. Mist, die Birne ist durchgebrannt. In dieser Einöde eine Ersatzbirne zu besorgen, wird wohl nichts. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Ja, genau. Und jetzt aber? Ja, das müsste funktionieren. Da es hier drin ja recht dunkel ist, sollte der mit der Spiegelscherbe verstärkte Sonnenstrahl als Lichtquelle ausreichen. Film ab. So, Manuel, die Kamera läuft. Ich muss aber noch mal wohin. Komme gleich wieder. Manuel? Manuel! Was war das denn? Ein Blitz? Oder Wetterleuchten? Und was war plötzlich mit diesem Manuel Perez los? Hörte sich nach einer Explosion an. Ich sollte mal nachschauen, was da los ist. Sieht so aus, als sei die halbe Station in die Luft geflogen. Oh. Jungs? Lass mich in Ruhe. Los, bewegt eure Ärsche! Die Eindringlinge müssen noch ganz in der Nähe sein. Die kriegen wir! Ausschwärmen! Oh, mein Kopf. Was war das eben? Fühlte sich an, als ob jemand in meine Gedanken... Da vorne ist jemand! Schnappt sie euch! Verdammt, ich muss hier weg. So schnell. Ja, hallo. Ich bin unbewaffnet. Boah, das wird knapp. Nina springen. Boah. Was ein Abgang. Danke. War knapp. Kein Problem. Ich hab dir doch gesagt, dass ich dich auffangen werde, wenn du mal am Abgrund stehst. Was ist denn überhaupt passiert? Wir haben nur gesehen, dass Teile der Forschungsstation in Flammen standen. Und dann war plötzlich alles voller Soldaten. Viel mehr weiß ich auch nicht. Da waren plötzlich zwei seltsame Gestalten, die wie aus dem Nichts vor mir auftauchten. Vom FSB? Nein, das waren keine Agenten. Ich bin mir nicht mal sicher. Das hört sich vielleicht blöd an, aber ich weiß nicht mal, ob es überhaupt Menschen waren. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es war eigentlich eher ein Gefühl, das sie bei mir verursacht haben. Was wollten die denn? Haben sie was gesagt? Sie haben nicht wirklich gesprochen. Es waren vielmehr Stimmen in meinem Kopf. Es war, als ob sie nach einer Antwort suchen würden. Was für eine Antwort? Ich weiß nicht, wie ich das Gefühl beschreiben soll. Erst war es, als ob mein Kopf explodieren würde. Solche Schmerzen habe ich noch nie erlebt. Und dann wusste ich auf einmal... dass ich ihnen alles sagen wollte. Es war plötzlich so klar. Du hast ihnen alles verraten? Nein. Bevor ich irgendwas sagen konnte, kamen die Soldaten. Und die beiden Gestalten verschwanden genauso plötzlich, wie sie gekommen waren. Wo fliegen wir eigentlich hin? Sergei hat mittlerweile herausgefunden, dass dein Vater nie in Moskau war. Es sieht also fast so aus, als sei die ganze Reise nahezu vergeblich gewesen. Nein, ganz im Gegenteil.
Ich bin mir sicher, dass mein Vater aus irgendeinem Grund entführt wurde, der mit dieser Tunguska-Katastrophe zu tun hat. Wieso? Ich habe alte Unterlagen meines Vaters gefunden. Wenn ich die nicht völlig missverstanden habe, dann war er irgendeiner ganz großen Sache auf der Spur. Und ich habe einen Namen. Manuel Perez. Er war damals dabei. Und wir wissen ja auch ungefähr, wo er sich jetzt aufhält. Ja, in einer Klapsmühle auf Kuba. Tolle Spur. Aber einen Versuch wäre es wert. Und wir haben ja auch noch einen zweiten Namen auf der Liste. Diesen irischen Biologen Ken Wurangi. Stimmt. Ich weiß, dass ich von euch beiden schon unendlich viel verlangt habe. Und tief in eurer Schuld stehe. Und ich könnte gut verstehen... Hör auf zu schwafeln. Wie ist dein Plan? Du nach Kuba, ich nach Irland? Das würdest du wirklich? Du kannst dich ja mal bei Gelegenheit revanchieren. Mit einem heißen Kaffee zum Beispiel. Max, du bist ein Schatz. Und nach Havanna? Vergiss das nur nie. Aus Kuba? Kuba klingt gut. Oleg, ich bin sonst nicht so. Aber was soll ich machen? Außer euch beiden habe ich keinen, der mir helfen könnte. Und wenn mein Vater... Ist schon okay. Wir helfen dir gerne, ehrlich. Also mach dir um uns keine Sorgen. Konzentrier dich lieber auf deinen Vater. Ja, okay. Die Nervenklinik haben wir ja schon mal gefunden. Bleibt nur zu hoffen, dass dieser Perez noch hier ist. Warum sollte er nicht? Ich muss jetzt aber erstmal ein paar Formalitäten erledigen. Kommst du so lange ohne mich zurecht? Klar. Die 20 Meter bis zum Empfang kriege ich auch alleine hin. Geh ruhig, ich komme schon klar. Gut, dann bis später. Sehr schön, jetzt sind wir genauso weit wie gestern bei der verhauenen Aufnahme. Und da würde ich sagen, machen wir jetzt hier auch mal einen Cut und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao.